Hallo und herzlich willkommen bei News Crash. Ich bin Sawyer und heute wollen wir über einen weiteren Aspekt bei Star Citizen sprechen, nämlich den Personentransport. CIG hat dazu einen Designartikel herausgebracht, frisch mit dem Concept Sale zur Genesis Starliner, der uns ganz neue Möglichkeiten der beruflichen Betätigung in Star Citizen eröffnen soll. In diesem Post geht es vor allem darum, den zivilen Passagiertransport zu beschreiben, wie er denn bei Star Citizen ablaufen soll, und dazu werden wir euch jetzt die wichtigsten Informationen zusammenfassen. In unserer ersten Kategorie geht es um die Karriere als Passagiertransportdienstleister. Wie kann man dort starten und wie geht es da für einen los? Das Wichtigste ist, dass man als erstes eine Lizenz braucht, und zwar für jede Landezone, in der man Passagiertransporte betreiben möchte. Diese Preise, um das zu bekommen, der Landezonen sind unterschiedlich, je nachdem, wie beliebt insgesamt dort der Personentransport bereits ist und wie hochfrequentiert das Ziel ist. Weiter geht's dort, dass man die Lizenz bekommt, wenn man keine Vorstrafen hat und wenn man auch sonst nicht bereits negativ als Transportdienstleister aufgefallen ist. Diese Lizenz wird dann immer wieder erneuert. Das bedeutet, sie wird immer monatlich ein Geld kosten, damit man weiter die Lizenz aufrechterhalten kann. Und da muss man auch dazu sagen, dass dort ein hoher Konkurrenzdruck herrscht. Das bedeutet, insbesondere die großen Knotenpunkte werden sehr, sehr hochfrequentiert sein von anderen Dienstleistern, und dort muss man eben sich gegen große und sehr effiziente Unternehmen durchsetzen, die dort die Preise drücken können. Das bedeutet, Leute, die ihre Karriere starten wollen als Transportdienstleister, denen wird empfohlen, dass man sich einen kleineren Raumhafen sucht, der nicht so hochfrequentiert ist. Dort dauert es dann unter Umständen länger, die jeweiligen Passagiere zusammenzukriegen, und die Preise sind geringer, aber dafür ist der Konkurrenzdruck nicht ganz so hoch. Es gibt insgesamt 4 Passagierklassen, also 4 Klassen, die man buchen kann und die man als Dienstleister zur Verfügung stellen kann. Das ist einmal die Economy Class oder auch Coach, dann ist es die Business Class, die First Class und auch die Luxury Class. Die Preise sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich und die Ansprüche der Passagiere sind entsprechend unterschiedlich, wobei gesagt wird, dass die meisten Transportschiffe nur zulassen, dass maximal 2 verschiedene Klassen sich an Bord befinden. Ein wichtiger Punkt, wenn nicht gar der wichtigste in diesem Gewerbe, ist der Ruf. Dieser ist nämlich tatsächlich entscheidend dafür, wie erfolgreich man als Passagiertransportdienstleister sein kann, und jede einzelne Reise, die man unternimmt und bei der man Gäste befördert, hat eine Auswirkung darauf, wie sich der Ruf persönlich gestaltet. Die Auswirkungen des Rufs können einmal eine ganz praktischer sein, nämlich dass man die Lizenz verliert, wenn man einen zu schlechten Ruf als Dienstleister hat und sie sich unter Umständen schwer neu erarbeiten muss, und zweitens natürlich, dass die Passagiere, wenn man einen schlechten Ruf hat, nicht gewillt sind, die entsprechenden Preise zu zahlen, die man braucht, damit das Geschäft weiter fortbetrieben werden kann. Das bedeutet, es hat also 2 Auswirkungen, einmal auf die Lizenz an sich und einmal auf die Discounts, die man unter eben Umständen geben kann, muss, wenn der Ruf erstmal beschädigt ist. Der Ruf selbst setzt sich aus 2 verschiedenen Dingen zusammen, nämlich einmal die Sicherheit, die man gewährleisten kann für die Passagiere. Das heißt, kommen die Transporte rechtzeitig, kommen sie auch sicher an, und das gestaltet sich natürlich davon abhängig, ob man überfallen wird, wie man darauf reagiert, wenn man unter Umständen durch piratenverseuchtes Gebiet unterwegs ist und so weiter und so fort. Und außerdem geht es auch um die generelle Zufriedenheit, die die Kunden an Bord haben während der Reise. Und dieses ist ein sehr komplexes System, was ich jetzt in der nächsten Kategorie vorstellen will, nämlich unterwegs. Beginnen wir hier erstmal mit dem generellen Ablauf. Wenn man sich also seine Lizenz besorgt hat als Dienstleister und das jeweilige Schiff dafür ausgerüstet hat, stellt man es auf eine öffentliche Landeplattform. Dann verbindet man sich mit dem Flight Schedule Computer, der also das ganze System öffentlich macht. Und dort gibt man erstmal das Ziel der Reise an, dann den Preis und die jeweiligen Klassen für die Tickets, die man anbieten kann. Natürlich die Abflug- und auch die Ankunftszeit in dem jeweiligen Zielort. Und das alles wird dann veröffentlicht, sodass in diesem Moment, wo das in dem öffentlichen System drin ist, die Passagiere ihre Tickets buchen können. Sie können also nun buchen und werden dann nach und nach, passend zur Abflugzeit natürlich, das jeweilige Gefährt boarden. Und der Pilot bekommt in der Zwischenzeit ein Echtzeit-Feedback darüber, wie es mit den verkauften Tickets aussieht und ob eventuell welche übrig bleiben, damit er den Preis nachher noch anpassen kann. Das bedeutet, man sucht
muss natürlich versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten und seine Maschine voll zu kriegen. Und wenn die letzten drei Tickets übrig bleiben, muss der Pilot eben dafür sorgen, dass sie zu einem Schleuderpreis veröffentlicht und verkauft werden. Wenn die Abflugszeit nämlich erreicht ist, dann werden automatisch keine weiteren Tickets verkauft. Man kann auch dann nicht mehr insgesamt, wenn der Verkaufsprozess gestartet ist, An- und Abflugzeit insbesondere verändern, denn dann wären die Passagiere ziemlich verärgert, wenn sie schon ein Ticket verkauft hätten. Das heißt, man müsste dann den jeweiligen Flug ganz komplett löschen. Wenn man dann erstmal unterwegs ist, gestaltet sich die ganze Reise eigentlich wie eine Art Minigame oder um genau zu sein, aus verschiedenen kleinen Minigames. Das Wichtigste ist erstmal ein System zu erwähnen, das nennt sich ICES oder ISIS. Das ist das Information, Communication und Entertainment System. Dieses ist mit jedem Sitz an Bord des Passagierschiffes verbunden und auf diese Art und Weise können die Passagiere Essen und Getränke bestellen. Sie können sich das Holotable Entertainment, was sich auch jeweils an einem Sitz befindet, zugreifen und dort ihre jeweiligen Programme und Kommunikationsuplinks benutzen. Außerdem wird dieses System, dieses ICES, gerne mal ausfallen. Das bedeutet, dort muss man dann dafür sorgen, dass möglichst schnell Ersatz gefunden wird und dass man sich vorher darum kümmert, die jeweiligen Ersatzteile auch mitzuführen. Denn all das hat dann natürlich Auswirkungen auf den Ruf. Wenn man also den Passagieren nicht die Möglichkeit bietet, das ICES vollständig zu wählen, wird der Ruf insgesamt leiden und eben ihre jeweilige Empfindung zu dem Flug an sich. Weiter geht es dann mit dem Mixmaster. Das ist ein Getränkespender, der ebenfalls mit dem ICES verbunden ist. Das bedeutet, der Passagier gibt den jeweiligen Getränkewunsch in Form eines Codes auf und diesen muss man dann beim Mixmaster eingeben, damit das Getränk auch geliefert wird. Gleichzeitig läuft übrigens ein Countdown ab, den man in der Zeit man das Getränk liefern muss. Ansonsten leidet auch hier die Experience des jeweiligen Passagiers und das hat dann Auswirkungen auf den Ruf. Dieser Code gestaltet sich daraus, dass der Mixmaster selbst 8 verschiedene Getränke zulässt und je nachdem, was der Passagier wählt, wird entsprechend dieser Code angezeigt. Hier in dem Beispiel ist es eben der Code 1148, das heißt 2 Anteile von Getränk 1, einen Anteil von Getränk 4 und einen Anteil von Getränk 8. All das muss man in diesem Interface angeben und dann entsprechend an den Gast ausliefern, bevor die Zeit abläuft. Auch dann geht es noch weiter und zwar mit der medizinischen Versorgung. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Passagiere an verschiedenen Arten von Krankheiten leiden können. Es kann zum Beispiel eine Reisekrankheit auftreten bei den Passagieren. Es können aber auch schwerwiegendere Infektionen sein und diese werden von den Fluggästen selbst in 2 verschiedenen Kategorien bewertet, nämlich einmal Angst. Die entsteht, wenn die Passagiere entsprechend neben sich einen Fluggast sehen, der eben erkrankt ist. Und auf der anderen Seite kann sich diese ganze Infektion auch ausbreiten, sodass man unter Umständen, wenn man nicht rechtzeitig Maßnahmen ergreift, eine ganze Epidemie an Bord hat, was ganz explizit bei größeren Hubs auch dazu führen kann, dass man direkt seine Lizenz verliert. Das heißt, es ist also extrem wichtig, dass man schnell diagnostiziert, was bei dem jeweiligen Fluggast nicht stimmt, was mit ihm nicht in Ordnung ist und ihn entsprechend behandelt. Dieses Verhalten wird man übrigens direkt bei den Fluggästen sehen. Das heißt, man wird direkt sehen können an der KI und an den Spielern selbst, wenn sie sich anders verhalten und dementsprechend muss man sehr gut darauf aufpassen, wie sich die Fluggäste während des Fluges auch benehmen. Für all das und die ganzen Schiffe gibt es dann eine Menge Upgrades. Das sind einmal Teile wie zum Beispiel größere Fuel Tanks oder auch Stabilisatoren, die man einbauen kann, damit eben weniger Reisekrankheit auftritt. Es geht aber auch weiter, dass man spezielle Drinks von ganz exotischen Orten selbst laden kann, damit das Angebot an Bord größer ist. Und außerdem wird man Filme in die Datenbanken laden können. Die werden in 2 Kategorien eingeteilt, einmal modern und Klassiker. Und diese werden einzeln auch von den Passagieren bewertet. Das heißt, moderne Filme werden irgendwann nicht mehr modern oder nicht mehr beliebt sein, sodass die Passagiere dann immer darauf aus sind, die neuesten Filme an Bord zu sehen. Und gleichzeitig ist es so, dass die klassischen Filme ein relativ gleichbleibendes Rating haben und man sich selbst darum kümmern muss, welche Filme welcher Art man dort sehen kann. Was das
für Filme an sich sein werden, wissen wir jetzt noch nicht. Man kann sich aber durchaus vorstellen, da Chris Roberts ja bei einigen Filmen mitgearbeitet hat, dass man unter Umständen bei Star Citizen bestimmte Filme aus seiner eigenen Produktionserfahrung sehen kann, wenn man unterwegs ist. Das ist allerdings reine Spekulation, das wissen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht, aber auch das ist ein Punkt, um den man sich kümmern muss. Außerdem kann man noch sagen, dass auch dieses System sehr anfällig ist für Ausfälle und dass man eben gerade da sehen muss, dass die Passagiere gerade im Entertainment-Segment immer gut versorgt sind, denn, was sich selbstverständlich erklärt, die Passagiere, die billiges Ticket gekauft haben, werden nicht so schnell verärgert sein, wenn etwas an Bord nicht funktioniert, aber wer natürlich mehr Geld für das Ticket ausgegeben hat, dort leidet der Ruf der Fluggesellschaft an sich schneller. Das bedeutet, gerade First Class und Luxury Class Tickets sind vielleicht sehr attraktiv, weil sie eine hohe Gewinnmarge unter Umständen bringen können, aber da muss man dann ganz besonders aufpassen, ob man es schaffen kann, diese Leute auch bei Laune zu halten. In der letzten Kategorie kommen wir jetzt zur Crew und zu den Schiffen für das Transportgewerbe von Passagieren an sich. Man kann natürlich Crews dazu buchen, beziehungsweise insbesondere in erster Stelle natürlich Freunde einladen, die dann einem helfen, an Bord die Passagiere zu versorgen oder auch Piloten spielen, selbst Bordingenieure, alles Mögliche, um dieses Passagiergewerbe eben aufrechtzuerhalten. Aber viel wichtiger an der Stelle, höchstwahrscheinlich wird es sein, dass man NPCs anheuern kann. Diese findet man in Recruiting-Centern auf den größeren Stützpunkten, wo man auch vermutlich alles Mögliche an Personal anheuern kann, also nicht nur Flugbegleiter. Aber hier geht es jetzt in dieser Stelle insbesondere um die Flugbegleiter, die je nachdem, was sie für ein Skill-Level in verschiedenen Bereichen haben, zum Beispiel eben Kommunikation mit den Gästen oder auch medizinische Versorgung und so weiter und so fort, eben andere Monatsgehälter fordern. Das heißt, wenn man sie einmal angeheuert hat, bleiben sie so lange auf der Gehaltsliste, bis man sie dann entweder entlässt oder durch jemand anderen ersetzt. Und diese übernehmen die Versorgung an Bord der Fluggäste automatisch. Man kann ihnen bestimmte Bereiche zuweisen und sagen, hier, du bist für die First Class zuständig, du bist für die Economy Class zuständig und so weiter und so fort. Und dann werden sie selbstständig sich darum kümmern, dass je nachdem, was sie für ein Skill-Level haben, die Gäste eben dann bei Laune gehalten sind und hoffentlich eine positive Bewertung abgeben. Zum Abschluss der Episode zu den Schiffen möchte ich jetzt gar nicht viele Worte verlieren. Ich möchte euch an dieser Stelle empfehlen, schaut doch mal bei Knusper-LPs vorbei. Der hat eine wunderschöne Folge gemacht zur Genesis Starliner und dem aktuellen Concept Sale, wo er alle Fakten und Stats zusammenträgt und ihr euch generell über diesen designierten Personentransporter informieren könnt. Wenn euch der Vergleich interessiert zwischen den Schiffen, die speziell für den Personentransport bei Star Citizen vorgesehen sind, dann schaut doch mal in unserem Showcase Passagierschiffe vorbei. Dort vergleichen wir die 890 Jump mit der Genesis Starliner und der Constellation Phoenix und ich hoffe, wir ziehen ein schönes Fazit für euch, sodass ihr für eure Fluggesellschaft den richtigen Transporter wählen könnt. Das war's wieder mit dieser Episode von News Crash. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt und freuen uns über euer Feedback und eure Kommentare. Wir danken natürlich auch ganz herzlich unseren Partnern Star Citizen HQ und Star Citizen Wiki für ihre Unterstützung und wir freuen uns, wenn ihr mal auf unserem Blog starcitizenbase.de vorbeischaut. Ansonsten freuen wir uns, wie gesagt, wenn ihr unseren Channel abonniert und uns herzlich viel mit Feedback ausstattet und verbleibe natürlich wie immer an dieser Stelle mit See you on the flight deck. Sawyer out.